Kämpfen mit Ägyptern Teil 3 in Forge of Empires. Eigentlich waren zu Beginn nur zwei Teile dieser kleinen Reihe geplant. Aber bereits unter dem ersten Teil, dann auch unter dem zweiten Teil, haben mehr als 70 Spieler auf YouTube und Facebook kommentiert, dass sie eine ganz andere Empfehlung haben. Ich fasse die Summe der Kommentare mal mit eigenen Worten zusammen. Nach dem Bau des Ausbildungscamps, das man für die Questreihe ja zwingend benötigt, dieses sofort wieder abreißen und sofort zwei Camps für nubische Bogenschützen bauen. Mit jeweils 8 nubischen Bogenschützen schafft man leichte Kämpfe im Autokampf zumeist ohne Verluste, normale Kämpfe mit erträglichen Verlusten, die man durch manuelles Spielen noch reduzieren kann, und selbst schwere Kämpfe sind möglich, zumindest wenn man mit der richtigen anderen Einheit kombiniert. Das stelle ich einmal auf den Prüfstand. Zumindest im ersten Anlauf ist die Behauptung der Kommentatoren durch den Versuch gestützt. Weitere Versuche zeigen, ein Sieg ohne Verluste ist auch bei leichten Kämpfen im Autokampf nicht immer garantiert. Aber für Spieler, die nicht gerne kämpfen, ist das ein durchaus praktikabler Ansatz. Bei normalen Kämpfen gibt es im Autokampf fast immer Verluste. Aber selbst die halten sich in Grenzen. Das heißt, ein aktiver Spieler kann rein im Autokampf so problemlos 2 Kämpfe pro Tag gewinnen und die Verluste bis zum nächsten Tag jeweils ausgleichen. Selbst wenn es mal böse Gegner geben sollte, ist das ab und an zu verkraften. Wenn wir uns so einen Autokampf einmal anschauen, dann sehen wir sofort, was sich manuell besser machen lässt. Man würde als Spieler nie im ersten Zug einen Bogenschützen vorziehen und so zum Ziel des Gegners machen. Auf der Grundlinie stehen bleiben hätte hier einen verlustfreien Sieg eingefahren. Selbst einige schwere Kämpfe sind im Autokampf zu schaffen. Dennoch würde ich da eher zum manuellen Kämpfen raten und gegen die meisten gegnerischen Teams keine reinen Nubia-Teams aufstellen. Im Grundsatz haben die vielen Kommentatoren meiner Videos aber absolut recht. Das kann wirklich jeder nachmachen.